Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Dr. Niseri. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute auf Antrag aller demokratischen Fraktionen mit den furchtbaren Taten rechtsextremer Kapitalverbrecher, die Deutschland seit Tagen in Atem halten und zutiefst beschämen. Ich denke, ich darf hier im Namen aller Demokraten sagen, dass ich große Trauer für die Opfer empfinde und möchte deren Familien meine tiefe Anteilnahme aussprechen. Meine Damen und Herren, die Vorkommnisse um die Gruppierung Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, haben eine neue Qualität des rechtsextremen Terrors offenbart. Jetzt ist deutlich geworden, dass die Neonazis vor kaltblütigen Morden an ausländischen Mitbürgern und Polizeibeamten nicht zurückschrecken. Auch in unserem Bundesland wurde offenbar ein solcher Mord verübt. So wurde im Februar 2004 der damals 25-jährige türkische Dönerverkäufer Yunus Turgut im Rostocker Stadtteil Teutenwinkel mutmaßlich von der NSU ermordet. Die Radikalisierung der drei im Untergrund lebenden NSU-Terroristen hat ein erschreckendes Ausmaß angenommen, das uns alle bestürzt und sprachlos macht. Doch es darf uns nicht sprachlos machen. Wir Demokraten haben die Verpflichtung, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die abscheulichen Verbrechen dieses rechten Terrors uns zur Wehr zu setzen. Auch wenn die neuesten Erkenntnisse unsere Vorstellungskraft übersteigen, so mahnen und warnen wir nicht ohne Grund schon seit vielen Jahren vor den Umtrieben der rechtsextremen Szene. Es muss endlich ins öffentliche Bewusstsein dringen, dass wir in Deutschland annähernd 10.000 gewaltbereite Neonazis haben. Wohin diese Gewaltbereitschaft führen kann, haben uns die jüngsten Ereignisse schmerzlich vor Augen geführt. Meine Damen und Herren, doch die Gewalt und die Straftaten sind vielschichtiger. Dazu zählen neben Hakenkreuzschmierereien auch feige Anschläge auf Wahlkreisbüros. Herr Peterreit ist leider nicht da. Aber auch brutale Körperverletzungen. Bei einer Gesamtzahl von fast 16.000 Delikten im Jahre 2010 müssen wir endlich begreifen, dass rechtsextreme Taten leider traurige Realität unseres Alltags sind, Herr Pasteurs. Diese müssen konsequent bekämpft werden. Wir dürfen sie weder verharmlosen noch verschweigen. Wir dürfen sie aber auch nicht hysterisch überbewerten. Wir hier in MV tun dies schon lange nicht mehr. Denn wir verfügen leider über umfangreiche Erfahrung mit rechtsextremistischen Umtrieben. Eine gewaltbereite Neonazi-Szene verübt seit Jahren nicht nur Anschläge auf unsere Wahlkreisbüros oder schüchtert ganze Dorfgemeinschaften ein. Nein, wir haben es auch noch dazu tagtäglich mit den geistigen Vätern dieser Terroristen hier im Landtag zu tun, Herr Pasteurs. Gleichwohl, meine Damen und Herren, stellen die NSU-Taten eine bislang nicht gekannte Dimension rechtsextremer Gewalt dar. Zurzeit ist gesichert, dass sich mindestens drei Personen seit den 90er Jahren in eine Spirale der Gewalt begeben haben, die von Banküberfällen und Sprengstoffattentaten bis hin zu rücksichtslosen und kaltblütigen Morden reichte. Ihr ideologisches Fundament war eine extrem rassistische, menschenverachtende und gewaltverherrlichende Gesinnung. Diese führte sie von der Neonazi-Gruppierung Thüringer Heimatschutz zu ihrer eigenen Terrorvereinigung, dem Nationalsozialistischen Untergrund.
Alle Mitglieder der NSU waren in der Neonazi-Szene aktiv, die beiden Männer und die Frau in der Kameradschaft Jena. Es verdichten sich derzeit die Hinweise, dass eines der Mitglieder eben dieser Kameradschaft Jena später der NPD beigetreten ist. Er agierte sogar zeitweise als stellvertretender Landesvorsitzender. Die Frage, wie weit und wie lange der Kontakt der NSU-Mitglieder über ihr Abtauchen in den Untergrund hinaus zu den ehemaligen Neonazi-Kameraden ging, muss aus meiner Sicht ein wesentlicher Ermittlungsschwerpunkt sein. Interessant sind die geradezu panischen Versuche der Neonazi-Szene, jeden Kontakt, jede Verstrickung weit von sich zu weisen. In einschlägigen Internetforen wird, wie bei den Neonazis üblich, von einer Verschwörung fabuliert oder gleich lapidar festgestellt, dass die Mitglieder der NSU die rechte Szene bereits 1998 verließen und in der Folgezeit lediglich als Bankräuber agierten. Dazu passt auch der gestern eingereichte Dringlichkeitsantrag der NPD. Hier wird in heuchlerischer Weise der Versuch unternommen, von der eigenen geistigen Brandstiftung abzulenken. Stattdessen werden verschwörungstheoretische Ansätze vorgetragen, die in zynischer Weise die Täter und Mittäter zu Opfer stilisieren wollen. Das, meine Herren von der NPD, wird Ihnen jedoch niemals gelingen. Wie sich der Werdegang der Rechtsterroristen im Einzelnen entwickelt hat, werden die Ermittlungen der nächsten Tage und Wochen ergeben. Was uns aber jetzt schon Einblick in das extremistische Menschen- und Weltbild dieser Täter gibt, sind die DVDs, die in der zerstörten Wohnung gefunden worden sind. Darauf bekennt sich die Gruppe zu den Morden an insgesamt 9 ausländischen Mitbürgern und einer Polizistin. Auf diesen DVDs, meine Damen und Herren, wird die ganze menschenverachtende Gesinnung der Rechtsterroristen deutlich. Sie feiern ihre Taten, verhöhnen und verachten ihre Opfer und machen sich lustig über die Sicherheitsbehörden, die trotz intensiver Ermittlungen keinen Fahndungserfolg vorweisen konnten. Hier offenbart sich der ganze perverse Zynismus dieser Gruppe. Die Ermittlungen, meine Damen und Herren, sind noch nicht abgeschlossen. Und die bisher bekannt gewordenen Ergebnisse sollten nicht einseitig bewertet werden. Ich warne daher ausdrücklich davor, sich nun in Schuldzuweisung zu ergehen und die Sicherheitsbehörden vorschnell an den Pranger zu stellen. Wichtig und richtig ist eine lückenlose Aufarbeitung der Verbrechen, die Antworten auf viele Fragen liefern wird. Erst dann kann man beurteilen, ob es Versäumnisse oder Fehlverhalten gegeben hat. Meine Damen und Herren, allerdings dürfen und müssen wir uns jetzt Gedanken darüber machen, woher diese Menschen ihre Gesinnung bezogen, wer sie verleitete und was sie radikalisierte, Herr Pastörs. Seit vielen Jahren fordert nicht nur die SPD-Landtagsfraktion die Aufnahme eines NPD-Verbotsverfahrens. Dass wir diese Forderung hier und heute erneuern, geschieht ganz unabhängig davon, ob und welche Verbindung zwischen der NPD und diesen Rechtsterroristen nachgewiesen werden kann. Es geht um den grundsätzlichen politischen Ansatz der NPD. Sie will auf aggressiv-kämpferische Weise den demokratischen Rechtsstaat abschaffen. Dazu ist ihr nahezu jedes Mittel recht. Dass einige Ihrer Gefolgsleute, Herr Pastörs, auch vor Straftaten nicht zurückschrecken, ist allen Abgeordneten in diesem Haus nur zu gut bekannt. Meine Damen und Herren, wer den Rechtsstaat missachtet und zu Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung greift, kann zu Recht als ideologischer Wegbereiter terroristischer Straftaten angesehen werden.
Wer Deutsche für wertvollere Menschen hält als Nichtdeutsche, wer offen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Hass predigt, wer jede Menge verurteilter Straftäter in den eigenen Reihen hat, der kann seine Hände nicht in Unschuld waschen, wenn radikalisierte Anhänger dieser fatalen Ideologie zu den Waffen greifen. Sie, meine Herren von der NPD, sehen die Gewalt. Und Sie, meine Herren von der NPD, tragen unmittelbare Verantwortung für die blutige Ernte. Jetzt, wonach